Morgen, liebe YouTuber aus dem schönen Königstein. Ich bin jetzt hier früh morgens in den Laden gegangen. Ich habe es tatsächlich im normalen Geschäftsbetrieb gar nicht geschafft, ein Video zu drehen. Und deswegen mache ich das heute Morgen. Und heute gibt es einen ganz tollen Strauß mit Pfingstrosen. Bleibt mal dran! So, ich war also schon ganz fleißig und habe auch schon viele Blumen auf den Tisch gestellt. Und ich zeige mal mit der Kamera, was es hier alles Schönes gibt. So im Hintergrund von mir kann man das so ein bisschen sehen. Ich habe die schönsten Rosen. Ich habe auch ganz tolle Ecuador-Rosen. Hier sind zum Beispiel, die sind auch ein Traum. Ja, da muss ich immer mal eine aus der Vase nehmen, um sowas zu zeigen. Das ist hier eine spezielle Sorte, die heißt Carpe Diem, hat noch einen Zusatz, ich kann mich nicht mehr erinnern, genau. Auf jeden Fall ist das hier, guck mal, was für ein Kopf, wenn ich das vor mich halte. Wahnsinn. Ja, und dann habe ich natürlich, und das ist ja auch Thema, dass das ganz viele lieben Pfingstrosen, wollen Pfingstrosen und fragen auch, haben Sie auch Pfingstrosen da? Und dann sage ich, ja, ich habe Pfingstrosen da, ich habe die schönsten Pfingstrosen von Don Peony. Und deswegen gehen wir jetzt mal in den Arbeitsbereich, weil ich zeige euch mal, ich muss heute zum Liefern Sträuße binden. Der Fahrer muss die wegbringen und ich zeige euch mal einfach mal einen richtig schönen Strauß mit Pfingstrosen. Und ja, den binde ich jetzt gleich. So, ich war jetzt also gerade am Bindetisch, nein, nicht am Bindetisch, am Blumentisch und habe hier richtig schöne Blumen ausgesucht. Ich habe hier Altiermilla, also der Frauenmantel, der ja auch als Heilpflanze gelten kann. Dann habe ich, Moment, erstmal das Werkzeug nehmen. So, und ich putze gleich schon mal die Altiermilla und teile die auch, so dass ich natürlich immer, wenn ich einen Strauß binde, möglichst viele Stücke habe, die gleich lang sind. Dann habe ich Santini, also diese Mini-Chrysantheme, die wir auch sehr gerne im Strauß nehmen. Und dann habe ich, Moment, das sind die Santini, ich putze immer ein paar Blüten, die hier am Stiel sind, putze ich weg. Man kann auch manchmal, weil diese Blüten hier, die sehe ich ja im Strauß nicht. Das heißt, die müssen weg, die kleinen, oder beziehungsweise müssen es nicht, aber ich, ich habe nichts davon, wenn die da unten reingebunden sind. Dann, es gibt ja so schöne saisonale Blumen. Und da habe ich hier dieses Allium, da muss ich gar nicht putzen. Das ist, das hat nichts, kein Blatt am Stiel. Das heißt, ich kann das einfach so nehmen. Habe Inka-Lilien. So. Und dann habe ich noch sehr schöne Rosen mitgebracht. Die heißen, das ist die Rose Crème de la Crème. Ich finde, das ist ein wunderschöner Name, oder? Es ist ein Traum. Crème de la Crème. Und so, ich mache, und ihr seht hier, was ich für den Strauß mache, ich mache immer viele Blätter ab, ganz viele Blätter. Warum? Damit die Köpfe Kraft bekommen. Und dann habe ich natürlich die Königin meines Straußes mitgebracht. Das ist jetzt eine Peonie vom Holzeggerhof und die wird auch die krönende Mitte darstellen. Und auch hier mache ich viele Blätter ab am Stiel, damit der Blütenkopf Kraft bekommt. Und das ist jetzt also ein sehr gutes Thema, das wir auch im letzten Video schon hatten, da hatte ich das auch schon erzählt. Warum mache ich bei den Peonien so viel Blätter ab? Das ist eigentlich relativ logisch, weil in der Natur kann natürlich die Pflanze die Peonien sehr, sehr gut versorgen. Aber wenn wir die abschneiden, dann bekommt die Blüte oder bekommt der Stiel nicht mehr so viel Wasser wie an der Pflanze.
Und damit der Kopf gestärkt wird und damit die Blüte richtig viel Kraft bekommt, machen wir immer, immer, immer viel Laub ab. Und auch das letzte Mal hatte ich ja auch gesagt, es kann auch sein, wenn ihr eure Pfingstrosen per Post bestellt, dass die 2, 3 Tage unterwegs sind. Und da kann es auch sein, dass das Laub schlapp ist. Das ist kein Mangel, sondern das ist einfach das Problem, dass der Stiel der Päonien ja nicht alles versorgen kann. Und dann macht ihr einfach das Laub ab. Und was ich jetzt hier auch im Strauß mache, ich mache hier, Moment, meine Schere klemmt. Nee, alles gut. So, ich mache also viel Laub ab und ich nehme immer für den Strauß, ich nehme immer anderes Grün dazu. Ja, im Moment gibt es ja noch die schöne Glanzmispel draußen noch, weil jetzt fängt sie an zu blühen. Ich finde sie traumhaft, ich liebe sie. Das ist also eines der liebsten Grüns, die ich habe. Ja, und ich binde immer viel Grün dazu. Und genauso ist es also auch, wenn ihr euch eure Päonien selber gönnt, ja, und die per Post bekommt, dann geht einfach in den Garten und guckt mal, was ihr Schönes dazu binden könnt oder was ihr einfach Schönes dazu in die Vase stellen könnt. Eine hübsche Efeuranke, ja, oder ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Glanzmispel. Vielleicht habt ihr einen schönen Lorbeer. Aber im Moment ist so eine Zeit, im Moment treiben ganz viele Büsche frisch aus. Das heißt, durch diesen frischen Austrieb ist das Grün leider nicht so haltbar, wie es dann zu einem späteren Zeitpunkt ist, wenn es reifer wird. Das heißt, es ist also jetzt so eine doch ein bisschen schwierige Übergangszeit, in der man gucken muss, dass man reifes Grün bekommt zu den Blumen. Wo bekommt man das am besten? Also, wo es das öfters gibt, ist zum Beispiel an schattigen Plätzen. Ja, weil an schattigen Plätzen ist der frische Austrieb noch nicht so weit. Ja, man muss also ein bisschen mal um die Ecken lunzen und suchen und einfach in der Natur unterwegs sein, um da entsprechend ja, schönes Beiwerk zu bekommen. Und ich sage ganz oft zu meinen Kunden, das Grün macht den Strauß. Guckt mal, ich fange jetzt erst gerade an zu binden und arrangiere hier das Grün um meine Pfingstrose herum. Versuche natürlich gleich zu fächern, ja, und entsprechend, dass die Blüten etwas Abstand zueinander haben. Und ich brauche immer das Grün dazu und ich brauche natürlich auch auf jeden Fall immer die Spiralbindung. Ach, da habe ich so schöne Videos schon gemacht zum Thema Spirale. Da könnt ihr mal in meiner Mediathek, ah, wie das klingt, meine Mediathek, habe ich noch nie gesagt. Ja, da könnt ihr in meiner Mediathek mal gucken. Und ich habe also Blumenstrauß binden für Anfänger ist ein Video, das sehr, sehr gern geguckt wird und das auch schon sehr viel geklickt wurde. Und da erzähle ich ganz, ganz viel zum Thema Technik, was man beachten muss, damit so ein Strauß, ja, ich sag mal, perfekt in der Spirale gebunden ist, dass kein Grün in der Bindestelle ist. Also es gibt sehr viele Punkte zu beachten. Und das, was ich jetzt hier im Automatismus mache, weil wir binden halt hier sehr viele Sträuße, das ist jemand, der das jetzt nicht so oft macht, der wird natürlich schon auf die Dinge achten. Und ganz wichtig ist auch, wenn man nicht so oft einen Strauß bindet, bereitet euch das Grün zuvor, bereitet euch das vor, putzt entsprechend alle Blumen, sodass ihr, wenn ihr den Strauß binden wollt, dass ihr einfach nur noch griffbereit alle Zutaten liegen habt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil je öfter man das macht, desto fingerfertiger wird man natürlich. Und wir binden hier ja jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Sträuße. Für uns ist das jetzt überhaupt kein Ding, während dem Binden auch ja, Blumen und Grün zu teilen und vorzubereiten. Aber wenn man das nicht so oft macht, dann ist es ja, ratsam, mehr Zeit in die Vorbereitung zu legen, um dann einen Strauß entsprechend ja, einfacher binden zu können. So, jetzt gucke ich mal,
dass ich meine Blüten schön positioniere. Ich wollte auch an jeder Seite, ja, an jeder Seite sollen auch Rosen sein. Hier sieht man auch, ich habe jetzt noch ein Allium zur Verfügung. Und da gucke ich gerade, an der Seite hier fehlt noch ein Allium. Und da werde ich das auch noch reinbinden. Meine Pfingstrose, die hole ich natürlich immer ein bisschen hoch. Komisch, aber während dem Binden neigt die dazu, ein bisschen zu verschwinden. Wichtig ist, dass die höher ist, sodass, wenn ich den Strauß von der Seite angucke, dass die eben auch richtig gut zur Geltung kommt. Und wenn ich dann so durchs Zimmer den Strauß angucke, von weiter weg, ja, ich hole sie nochmal höher, dann soll die auf jeden Fall richtig schön hoch sein. Und die geht ja auch noch auf und ist dann die höchste Blüte im Strauß. Und dann kann ich auch, wenn ich natürlich von Weitem angucke, dass ich diese tolle, prachtvolle Blüte entsprechend sehe, weil die wird so eine fädrige, tolle Mitte in meinem Strauß darstellen. So. Es gibt auch immer schönes Randgrün aus dem Garten. Und das ist in dem Fall jetzt, das sind Bergenienblätter. Die haben bestimmt viele von euch auch im Garten. Die eignen sich also auch sehr, sehr schön, um die um den Strauß herumzulegen. Ich brauch dennoch Blätter oder etwas Fädriges, um diese Bergenienblätter noch mal ein bisschen zu fixieren. So, Moment, ich muss mein Grün auch immer erstmal trennen. So, hier habe ich eine Heidelbeere, die so schwingt und so fädrig ist. Und dann nehme ich die Heidelbeere und mache mit der Heidelbeere so ein bisschen den Abschluss von dem Strauß. Nehme die Bergenienblätter und binde einfach ein bisschen Heidelbeere, dass die Bergenie Halt hat. Ja, und dass die schön am Strauß gut, gut abdeckt und eben nicht so nach unten hängt, ja, sondern schön sitzt und dem Strauß eine richtig schöne Form einer Halbkugel gibt. Ach ja, schön. Ist doch immer toll, wenn man so über diese schönen Blumen und Formen so reden kann. Ich liebe sie und ich glaube, ihr schreibt auch immer, dass man das in den Videos merkt. Ja, und dann wollte ich euch noch mal was zum Thema Großmarkt nebenher erzählen. Also ich muss euch tatsächlich sagen, es war im Großmarkt auch so viel los. Es waren ja auch die Muttertagswochen und es gab ja irgendwie viele Feiertage und dann ist das so viel los im Großmarkt, dass ich tatsächlich an der Kasse eine Stunde angestanden habe, nur um zu bezahlen. Ich hatte die Blumen ausgesucht, ich war fertig, ich habe eine Stunde angestanden. Also das ist Wahnsinn, wie viel Zeit man da morgens braucht, bis man die Blumen bekommt. Und viel entspannter ist es natürlich, wenn man sich die schönen Peonien, die sieht man gar nicht im Video, wenn man sich die schönen Peonien, die hole ich gleich nochmal rüber, doch, hier sind sie, ja, wenn man die sich schicken lässt per Post, dann kommt dieses Paket und dann stehe ich nicht eine Stunde an, das ist also eigentlich traumhaft, ja, und aber es ist tatsächlich schon so, dass es sehr, sehr, sehr viel Zeit kostet, der Einkauf im Großmarkt, das ist auch richtig viel Arbeit und das ist so eine Arbeit und es sind so viele Stunden mit Buchhaltung, mit Großmarkteinkauf, mit Planung von Veranstaltungen. Das sind die ganzen Arbeitsstunden, die keiner sieht, die natürlich auch im Blumenladen dazugehören. Schönen Gruß an alle Kollegen, die das auch machen. Das ist eine Wahnsinns, es ist so wahnsinnig viel Arbeit. Es ist ein wunderschöner Beruf. Aber es ist, wie soll ich sagen, es gibt wirklich Zeiten, wo man eigentlich nur arbeiten und schlafen kann dann dadurch. Aber es ist trotzdem schön. Wir lieben die Blumen und das Schöne ist auch, die Kunden kommen meistens aus einem schönen Anlass hierher, freuen sich über die Blumen und wenn sie dann so einen Strauß bekommen, ich glaube, dann ist alles gut, oder? Und das ist jetzt also ein Strauß in Creme, Aprikot, Lila Flieder mit Alchemilla, mit Allium, mit der Bergenie. Und ja, der wird heute geliefert und den wollte ich euch einfach zeigen. Und was eigentlich ein wunderschönes Element ist, ist auch die Glanzmispel hier, diese schönen Knüttelchen, sage ich jetzt mal liebevoll.
Ja, also das ist jetzt mal der erste Strauß des Morgens. Es kommen noch weitere. Ich schneide die jetzt natürlich auch gut an noch. Und auf jeden Fall, die stiele alle mit einem schrägen Messer. Also ich schneide die zuerst mit einer guten Baumschere. Ja, das ist hier diese Gartenschere. Bei Floristik24 könnt ihr die erwerben. Da nehmt ihr ein scharfes Messer. Wenn das Messer nicht mehr scharf ist, dann schmeißt es weg, bitte. Und dann nehmt ihr, weil Messer, die nicht schneiden, die kann kein Mensch brauchen. Die rupfen die Stiele und ich möchte einen schrägen, einen sauberen Anschnitt, dass die Pflanzen gut Wasser bekommen. Und alle Messer, die nichts mehr taugen, die gehören in den Müll. So mache ich das auch. Und dass dieser Anschnitt schräg ist, weil ansonsten werden die Stiele gequetscht und nicht geschnitten. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Ja, wie findet ihr diesen Strauß? Gefällt er euch? Und ich zeige diesen Strauß bewusst so gemischt, weil die Pfingstrosen sind eine edle Blüte. Und ich habe jetzt hier eine Pfingstrose als Eyecatcher, als edlen, als traumhaft schönen Mittelpunkt gewählt und bringe sie dadurch so toll zur Geltung. Ich kann natürlich auch einen Strauß nur mit Pfingstrosen machen, das ist natürlich der Luxus und der absolute Oberknaller, aber ich kann auch die Pfingstrose als tollen Akzent einsetzen und nehm das als tolle gestalterische Mitte und bewundere die Königin der Blumen. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart in dem Video. Ich freue mich, dass ihr da seid und es gibt ja jede Woche Samstag. Ich versuche jede Woche Samstag, wenn ich es schaffe, es gibt manchmal Stresszeiten, wo es nicht geht, versuche ich euch ein tolles Video zu zeigen. Und es lohnt sich, meinen Kanal zu abonnieren, es lohnt sich, die Glocke zu aktivieren, damit ihr erinnert werdet an meine Videos. Und ich freue mich total auf eure Kommentare und Anregungen und bin ganz gespannt, was ihr schreibt heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.